Generation Testbild war in Villingen-Schwenningen. Hier war über viele Jahrzehnte ein Unternehmen mit Weltruf ansässig, die Schwarzwälder Apparatebauanstalt, bekannt unter der Abkürzung SABA. Das Franziskanermuseum widmete dem Traditionsunternehmen im Jahr 2023 unter dem Titel Mythos SABA eine Sonderausstellung. Man erfuhr darin einiges über die Ursprünge des Unternehmens, das mit dem Namen der industriellen Familie Schwer verbunden ist, die sich zuvor schon durch Uhren- und Metallproduktion einen Namen machte. Man begann zunächst mit der Produktion von Radiogeräten, die sich schnell einen guten Ruf erworben hatten. Auch technische Innovationen wie der elektronische Sendersuchlauf wurden hier perfektioniert. Die Etablierung von SABA als Marke, Werbung und Design waren ebenfalls ein Thema dieser Ausstellung. Auch die Werbefilme fehlten hier nicht. Das Schwarzwälder Unternehmen setzte dabei auch gezielt auf einen Bezug zur Heimatregion, was sich unter anderem auch in den Modellbezeichnungen für die Geräte widerspiegelte. Sabanesen nannte man die Mitarbeiter des Unternehmens, das eine sehr stark ausgeprägte Betriebskultur hatte. So gab es zum Beispiel bei Saba verschiedene Sportgruppen oder auch die Saba Prominentenelf, die für Benefizspiele antrat. Zahlreiche persönliche Erinnerungen an die Zeit bei SABA von ehemaligen Mitarbeitern nahmen einen breiten Raum in der Sonderausstellung ein. Viele persönliche Gegenstände und die Geschichten dahinter wurden präsentiert. Das umfassende Spektrum der Geräte, die SABA im Laufe der Jahrzehnte auf den Markt brachte, wurde ebenfalls gewürdigt. Dazu gehört unter anderem dieser kommodengroße frühe Beamer aus den späten 50ern, der Telerama-Bildprojektor Schauinsland. Bereits einige Jahre zuvor leisteten die Schwarzwälder auch beim Autoradio Pionierarbeit. Die Produktion weißer Ware, in diesem Fall Kühlschränke, blieb hingegen nur eine kurze Episode in der Firmengeschichte. Neben repräsentativen Fernsehmusiktruhen gehörten zum SABA-Repertoire unter anderem auch Videokameras und Telespiele, jedoch diese in den 60ern in Kooperation mit einem schwedischen Unternehmen entwickelte Rechenmaschine hat es nie auf den Markt geschafft. Dieser Portable-Fernseher mit einem Gehäuse aus Recyclingmaterial stammt aus den späten Jahren der Firmengeschichte. Vielleicht nicht mehr so geläufig ist, dass SABA auch im Bereich Musikproduktion aktiv war und zahlreiche Tonträger unter dem Label SABA bzw. später MPS erschienen waren und im eigenen Tonstudio produziert wurden. Eine weitere Besonderheit der Ausstellung ist das originale Studio des Krankenhaussenders Radio 71, das im Schwenninger Schwarzwald-Bar-Klinikum auf Sendung war und die Musikwünsche der Patienten erfüllte. Zum Schluss weisen wir gerne noch darauf hin, dass es auch in der Dauerausstellung im Franziskanermuseum
Exponate aus dem Hause Saba in der Abteilung Stadtgeschichte zu sehen gibt, die bei freiem Eintritt besichtigt werden kann.